Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren. Einen schönen guten Abend zur Kulturzeit. Was der Politiker, Naturwissenschaftler und Schriftsteller Benjamin Franklin längst wusste, wird in Europa gerade geprobt. Ein neues EU-Projekt sorgt für große Unruhe. INDECT heißt es und steht für Informationssystem zur Unterstützung von Überwachung. Dabei geht es nicht etwa nur um banale Videoaufnahmen, sondern um die Kombination verschiedener Überwachungstechnologien, die sogar fähig sein sollen, verdächtiges oder auffälliges Verhalten von Menschen sofort zu registrieren und zu melden. Doch was heißt überhaupt verdächtiges oder auffälliges Benehmen? Wie soll das eine Maschine erkennen und wo führt uns das hin? Antworten von Christel Dahlhoff und Franziska Hessberger. Wir werden beobachtet, permanent und überall. In Zeiten der Terrorbedrohung wird unser Sicherheitsbedürfnis immer größer. Videoüberwachung gehört dazu, ist Teil unseres Alltags. Die Tatsache, dass wir daran gewohnt sind, jede mögliche Situation auch selber zu fotografieren, diese Bilder ins Netz zu stellen, trägt natürlich auch dazu bei, es als normal anzusehen, dass Bilder von uns an jedem Ort der Welt und der Stadt und in unserem Zuhause genommen werden können. Überwachungskameras sollen abschrecken, Gewalt verhindert werden, bevor sie geschieht. Doch die Flut der Bilder kann niemand mehr bewältigen. Wenn ich mir vorstelle, dass ich auf eine Wand mit Videobildern gucke, ist es für mich sehr schwierig, dort tatsächlich etwas zu entdecken. So, und die Idee ist eben, dass durch Verknüpfung von Audio- und Videobildinformationen ungewöhnliche Verhalten detektiert werden können. Dafür soll jetzt das EU-Projekt INDECT sorgen. In Deutschland forscht die Firma Innotech Data an diesem neuen Computerprogramm. Es soll auf Videobildern automatisch verdächtiges Verhalten erkennen und melden. Die Maschine übernimmt, wozu der Mensch nicht mehr in der Lage ist. Automatisch filtert sie potenziell gefährliche Situationen heraus. So das Ziel. Aber wann ist Verhalten verdächtig oder gefährlich? Wie will man kriminelles Verhalten aufspüren und kategorisieren? Eine schwierige Aufgabe, denn die Grenzen zwischen kriminellem und harmlosem Verhalten sind fließend. Ist beispielsweise jemand, der sein Gepäck stehen lässt, ein potenzieller Terrorist? Was macht Verhalten auffällig und wer darf das beurteilen? Man hat schon vor 200 Jahren geglaubt, man würde den geborenen Verbrecher erkennen an seinem Gesicht oder auch an seinem Gang, an seiner Art. Wenn es denn technisch möglich wäre, was ich nicht glaube, ich kann eigentlich nur sagen, dass ich es absurd finde, die Idee zu haben oder wirklich daran zu glauben, dass man Verbrecher an ihrem Verhalten vorher erkennen könnte. Denn wie unterscheiden sich Hooligan, Terrorist, Pädophiler und Normalo? Schnell gerät jeder unter Generalverdacht. Die Gefahr ist sich in zweierlei, nämlich erstens dem Überhandnehmen einer präventiven Kriminalbekämpfung und zweitens Überhandnehmen der Technologisierung. Prävention ist eigentlich eine gute Idee, zu sagen, wir verhindern Kriminalität, bevor sie entsteht. In dem Fall jedoch heißt Prävention, alles ist verdächtig und wir schauen uns alles an, was Menschen tun, was Menschen sagen, was Menschen sich übers Internet schicken und wir schauen uns alles darauf an, ob dahinter nicht vielleicht eine terroristische Absicht stecken könnte. INDECT wird auch Internetforen systematisch durchsuchen. Wer hier auffällt, kann jederzeit und überall gefunden werden. Denn Überwachungsinstrumente wie Videokameras, Mikrosender und Handyortung sollen vernetzt und mit Datenbanken verbunden werden. Die Beschreibung des Projekts INDECT versammelt schon ein regelrechtes Horrorszenario, muss man sagen, von Überwachungsmöglichkeiten, die getestet oder ausprobiert werden sollen. Aus meiner Kenntnis ist kein Datenschutzbeauftragter einbezogen worden. Fast 15 Millionen Euro lässt sich die EU ihr ambitioniertes Forschungsprojekt kosten. Ob INDECT in Deutschland eingeführt werden kann, ist noch unklar. Es gibt rechtliche Bedenken. Es muss klar sein, welchem Zweck solche Technik dient. Es darf keine systematische, heimliche Beobachtung der Bewegung von Passagieren, von Menschen im öffentlichen Raum stattfinden. Das muss ganz klar sein. Und eine Forschung, ein Forschungsprojekt, das in eine andere Richtung geht, droht im Grunde Geld zu verschwenden, wenn die Ergebnisse hinterher nicht rechtskonform angewendet werden können. Ebenso problematisch das Thema Datenspeicherung. Ziel ist es natürlich schon, Daten aus verschiedenen Quellen intelligent zu verknüpfen. Aber um diese intelligent zu verknüpfen, ist keine Speicherung in dem Sinne notwendig.
Wenn es relevante Sachen sind, dann könnten diese natürlich zunächst, bis eine Bewertung stattgefunden hat, zwischengespeichert werden. Also doch Speicherung. Und wer überwacht die Überwacher? Und wer zahlt wofür? Mangelnde Transparenz bei der Finanzierung. Was das Seltsame eigentlich bei diesem Programm ja ist, ist, dass letztlich Dinge, wo man meinen müsste, dass das Aufgabe von Verteidigungs- und Innenministerium sind, dass die plötzlich ausgelagert werden in einen Forschungshaushalt. Also dass man, wenn man so will, wird Innenpolitik oder Sicherheitspolitik allgemein aus einem Forschungshaushalt subventioniert. Das Interesse natürlich der Bundesregierung dabei ist, dass es um Industrieförderung geht, weil man eben auch sieht, es ist ein neuer Markt, der da am Entstehen ist. So forscht Innotech Data auch an unbemannten Flugobjekten, an Drohnen. Was bisher nur in Kriegsgebieten zum Einsatz kommt, ist bald vielleicht schon Überwachungsinstrument für Staatsschutz und Polizei. Was man bei Entdeckt, aber eben auch bei anderen Programmen halt beobachten kann, ist dann, dass da letztlich Militärtechnologie in den zivilen Bereich übersetzt wird. Also bei Entdeckt, das ist ja der Einsatz von Drohnen, ne, unbemannten Flugobjekten, die halt ursprünglich mal für den militärischen Bereich entwickelt worden sind, die jetzt eben dann verfeinert und vielleicht modifiziert im zivilen Bereich eingesetzt werden. Ob militärisch oder zivil, wie unsicher die vermeintliche Sicherheit ist, demonstrieren Berliner Aktionisten des Seminars für angewandte Unsicherheit. Sie zeigen, wie viele Kameras schon im öffentlichen Raum installiert sind und wie leicht jeder auf diese Bilder zugreifen kann. Schon mit einem simplen Empfänger, zum Beispiel einem Babyphone, können die Signale der Kameras angezapft werden. Wer und wie viele sehen also mit, wenn wir überwacht werden? 1984 ist schon fast Realität. Indekt würde ganz Europa zum flächendeckenden Überwachungsstaat machen. Ein Albtraum, der Orwell bei weitem übertrifft.